Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich weiß im Moment gar nicht so genau, was ich eigentlich als nächstes mache, aber ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht hingehen und uns mal wieder in den Untergrund bewegen. Allerdings, wenn ich schon mal hier bin, dann schnappe ich mir noch schnell ein paar Zitterfrüchte, weil ich glaube, für irgendwas hätte ich die jetzt noch gebraucht. Insofern, ach, guck mal da. Getarnter Exalfus. Die Viecher nerven. So, zumindest die hier nehmen wir mal mit. Dann probieren wir noch da hinten die zu kriegen und dann reicht's. Den Kram kann ich ja auch nebenher sammeln. Zum Kaufen bin ich zu geizig im Moment. So, weil für irgendwas, ich glaube für die, möglicherweise für die Isolierrüstung, brauche ich die Dinger. Oh, da hinten ist ein Monsterlager. Ja, lassen wir mal, wo sie sind. Brauchen wir nicht. Klopf. So. Gut. Die Sammlerei ist nicht so interessant. Insofern, gucken wir, dass ich gleich was anderes mache. Zunächst gucke ich mal, ob ich die hier schon fotografiert habe. Weil diese Viecher sind wirklich elend. Gott sei Dank. Den habe ich noch erwischt. Da habe ich mir im BOTW sehr schwer getan, die alle zu kriegen, weil die immer abgehauen sind. Selbst mit der, selbst mit dem Ninja-Gewand. Warum rollen da ohne erkennbaren Grund zwei Steine rum? Okay, kann uns egal sein, hier wird es eh zu warm. Und mein Gedankengang war, hier sind ja noch ganz viele Kreuze. Und ich gehe mal davon aus, da war ich noch nicht, sonst hätte ich ja schon mal Licht angemacht, sprich eine Wurzel. So, jetzt gucken wir uns die Kiste hier mal genauer an. Ups, falsche Richtung. Wenn ich jetzt diese Wurzel nehme. Dann müsste es ziemlich tief nach unten gehen. So, das Kreuz kann ich nicht nochmal markieren, aber das ist ganz hilfreich, wenn ich das machen kann. Moment mal, hier müsste doch auch eine Wurzel sein. Gut. Wenn man sie denn schon aktiviert hätte, ne? Egal. Wir probieren es jetzt einfach mal hier lang. Erstmal raus aus der Hitze. Weil ich hoffe drauf, dass ich da noch ein paar brauchbare Rüstungsteile bekomme. Und außerdem muss ich die Karte im Untergrund ja irgendwann mal ein bisschen erweitern und naja, eigentlich auch abschließen. Grummel, Grummel. Ja. Hallo Iga, seid ihr zu Hause? Es war natürlich jetzt Blödsinn. Ich wollte natürlich zu der, na, zu der Wurzel da unten. Also die Animation beim Teleportieren hat mir eigentlich von Anfang an gut gefallen und ich finde es gut, dass sie es einfach so gelassen haben, wie sie war. Finde ich ganz nett. So. Jo. Okay. Hä? In diese Richtung. Warum sind die Dinger hier eigentlich festgemacht? Kann ich die trotzdem da abmachen? Das habe ich eigentlich schon nie probiert, oder? Aha. Nee, die sind fest. Möglicherweise kann ich die gar nicht benutzen. Nach tollen Leuchtpilzen. Quatsch hier. Oh, Grummel, Grummel.
Ja, okay. Na, gucken wir mal, ob wir uns was bauen können, dass wir möglichst eine große Entfernung in der Luft, naja, von wegen in der Luft, überbrücken können. Denkst du? Die haben uns mal was gehustet hier. Das Einzige, was ich jetzt hier noch mache an der Stelle, ich mache die Kisten auf und zwar so schwertschonend, wie es geht. Zack, geht doch. Gut, jetzt haben wir uns hier genug aufgehalten. Ja, da hochzuklettern bringt mir vielleicht. Nee, bis ich da oben bin, ist die Ausdauer weg. Ich glaube, oben drauf stehen kann ich nicht. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Mehr als drauf gehen können wir nicht. Aber wenn ich das richtig sehe, bin ich hier relativ hoch. Und das da unten sieht eigentlich nach einem, also der rote Strich da unter meinen Füßen, das sieht nach einem Konstrukt aus. Aber das lassen wir mal links liegen und sehen zu, dass wir weiterkommen. Ich finde es einfach mit Licht ein bisschen angenehmer. Apropos Licht, ich sollte mich vielleicht auch mal umziehen. So, jetzt haben wir das Problem, wir kommen dann doch offensichtlich deutlich tiefer. Also ich glaube, um an die Wurzel zu kommen, müssen wir doch klettern. Oh. Houston, wir haben ein Problem. Dann fliegen wir mal darüber. Da sind nämlich Irrlichter und wo Irrlichter sind, ist kein roter Schmodder. Mine im Gerudo-Tal, guck mal da. Idealfall schaffen wir es noch über die Kante. Oh Gott, das war knapp. Das war sehr knapp. So. So, und da wir hier klettern müssen. Nehmen wir noch die Kletterhose dazu. Vielleicht hilft sie ja ein bisschen. So. Also, da irgendwo war die. Quatsch, war diese Kiste. Das ist wahrscheinlich da unten, wo das Konstrukt ist. Hätte ich mir besser die Wurzel noch markiert, ne? Okay. Dann probieren wir halt einfach mal hier nach oben zu kommen. Die Frage ist natürlich, wie hoch geht's hier? Aber wenn ich es mit drei Ausdauerringen nicht schaffe, wie dann? Im Idealfall können wir hier kurz stehen, das wäre gar nicht so schlecht. Sah jetzt dann aber doch nicht so aus. Und ich mag diese komischen Geräusche im Hintergrund nicht wirklich. Mist. Zu viel Miasma. Aber ich glaube, wir schaffen es nach oben, weil das scheint hier oben zu sein. Oh.
Das war jetzt nicht mein Plan. Ganz ehrlich nicht. Ja, ja, ihr mich auch. Amuto-Wurzel. So. Mal gucken, verfolgen die mich bis zur Wurzel? Anscheinend nicht. Nicht so unsympathisch. Gut, ein riesen Fleck auf der Karte hat es jetzt nicht gegeben. Aber unabhängig davon gehen wir jetzt wieder in den Schleichmodus. Ha, Stealth Link. Und versuchen mal da. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich gerade auf den Baum darauf klettern, aber wohl eher nicht. Wir suchen jetzt erstmal die Kiste, die offensichtlich da unten irgendwo ist. Und mit wenigstens ein bisschen Beleuchtung ist das Ganze doch schon wesentlich sympathischer hier. Hüpf. Nochmal hüpf. Na also. Die Zeithose. Ich glaube, die habe ich schon. Mal gucken. Quatsch. Hier. Zeithose. Na danke, jetzt habe ich die auch zweimal. Kommt davon, wenn man Amiibo verwendet. So, nu. Nochmal die Zeithose. Für alle, die keine Amiibo haben, ist das hier dann wenigstens ein bisschen hilfreich. Weil die Dinger sind ja auch wirklich teuer. Wow. So. Wenn man wie ich wirklich alle kauft, das ist schon stramm. Aber ich sag mal, ich gebe ansonsten wenig Geld für andere Hobbys aus und dann leiste ich mir eben das. Man kann nicht alles haben. So. Jetzt könnten wir mal noch gucken gehen, was dieses ominöse Konstrukt da hinten eigentlich will. Und ich glaube, der einfachste Weg dahin zu kommen, ist gleich da nach oben. Erst will ich wissen, ob da noch was drin ist für mich. Das ist doch nicht das, wo ich gerade drin war, oder? Nee, ich glaube, ich war da hinten. Okay. So. Okay, so kommen wir auch da oben rauf. Dann behaupte ich jetzt einfach, das wäre von Anfang an der Plan gewesen. Ups, nicht runterfallen, Digga. Ach, das ist so ein komischer Turm. Habe ich da gerade Bock drauf? Vor allem da hinten ist wieder dunkel. Das mag ich nicht. Moment mal, die Markierung machen wir noch weg. Wieso ist da eigentlich dunkel? Die Schreine hier habe ich doch. Ah, Frechheit. Was hast denn du? Eine Reiselanze. Habe ich die schon fotoknipst? Jetzt schon. Okay. Moment mal. Wo ist denn die Elektrodame hier?
Schneller. Oh. Ah, wieder so ein Ding. Warum ist der jetzt nicht gelaufen? Es geht schon wieder los, klasse. Weil eigentlich... Ah, verdammt, daneben. Eigentlich hatte ich auf Rennen gedrückt, aber anscheinend ist er wieder irgendwo am Rand an so einem... Ah, schon wieder so langsam. Junge, 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 du bist echt eine Schlafmütze. Ah. Mampf, Mampf. Oh, diesmal hat's gereicht. Ich muss doch den Kerl hier irgendwie auseinandernehmen können. Jetzt. Wieso ist das Ding jetzt weggeflogen? Wie fies durch. Wow, Miasma. Mist. Dumme Idee. Meine Helferlein sind gerade wieder so ein bisschen träge, habe ich das Gefühl. Ah ja. Ah, Moment. Das Problem hatte ich doch schon mal. Wo ist das Ding hier? Hä? Oh, super. Wie komme ich da oben wieder ran? Jetzt macht sie wieder aus. Bleib doch einmal aktiv, du Knalltüte. Ja. Wo ist das Ding? Hier. Was mache ich mit dem? Versuche mich jetzt mal drunter zu stellen. Hallo? Kommst du mal ein Stück runter? Hey. Toll, reagiert nicht. Super. Hallo? Hat wieder nicht reagiert, wie ich das liebe. Ah, okay. Das geht dann automatisch weg. Ich kann es nicht festhalten. Kann ich damit was ausrichten? Ich kann. Hi. Hey. Och, warum ging denn das jetzt schon wieder nicht? Ich hasse es. Ich habe mich bewegt, aber er ist einfach stehen geblieben. Warum? Blöding, warum ärgerst du mir?
Ja, also. Bombenpfeile waren die Lösung. Ups. Aha. Okay. Nicht ganz souverän. Aber nichtsdestotrotz erfolgreich. Wo bauen wir denn das Ding dran? Da dran. Okay, hat uns das irgendwas gebracht? Eigentlich nicht. War überflüssig. Mal gucken wir mal auf der Karte, wo ist denn hier der nächste Schrein? So, ich bin jetzt ziemlich tief unten. Weil es ja alles spiegelverkehrt. Insofern sollte ich da nach oben und darüber. Ja, da habe ich noch jede Menge zu tun. Oder wir gucken jetzt erstmal noch nach weiteren Kisten. Gut, die hier sieht auch nicht so schlecht aus. Wie haben wir es denn hier? Könnte ungefähr die gleiche Höhe sein. Probieren wir aus. Das ist jetzt alles zwar so ein bisschen ziel- und planlos, was ich da mache, aber was soll's. Wenn ich jedes Mal irgendein Kleidungs- oder Ausrüstungsteil finde und noch eine Wurzel aktiviere, dann ist doch alles okay. Oh, ich brenne. Ah, was nur noch? Aha. So, haben wir es jetzt? Gut. Okay. Oh. Mit denen wollte ich mich jetzt so spontan nicht anlegen. Ist aber auch nicht schlimm, ich muss in die andere Richtung. nicht die, da drüben, das sieht auch nicht wirklich besser aus. Da oben leuchtet zwar was interessant, aber da ist so ein Raubschleim. Gefällt mir auch wieder nicht. So. Okay, ab zur roten Markierung. Wenn es geht. Gut, das denn sieht natürlich übelst nach Monstern aus. Diese Wurzel habe ich schon. Moment mal. Ja, okay. Okay, okay, okay. Alles in Ordnung. Ich muss eigentlich nur stur geradeaus. Theoretisch. Praktisch könnte das ziemlich kitzlig werden hier. Wir sollten uns verkrümeln. Hier werden wir ohne zusätzliche Beleuchtung eventuell nicht auskommen. Moment mal. Nach Angriffsstärke, nee. Am häufigsten verwendet, ja. Gut. Ich hoffe nur, dass diese Kiste jetzt nicht in einem Lavasee drin ist. Glutheiße Arena. Okay. Hm.
Vielleicht hätte ich eine große nehmen sollen. Hä? Ich habe doch hier gerade Licht hergeworfen. Ah, oh, okay. Gut, dann werfen wir wirklich noch eine große rein. Haben wir zwar eine kleine verschwendet. So, jetzt ist die Frage, was ist da drin für eine Temperatur? Da das Ding glutheiß heißt, gehe ich mal davon aus, ich muss wohl in dieser Rüstung bleiben. Gefällt mir zwar nicht, ist aber halt mal so. Was ich jetzt noch nicht so richtig weiß, was erwartet mich da? Also welche Gegner? Ach, was soll's. So, der Einfachheit halber. Gehe ich jetzt hin und speichere genau an der Stelle. Das heißt, falls die Nummer in die Hose geht, kann ich ja nochmal neu laden. Ich habe mich schon gefragt, wann er endlich zugeht. Ja, okay, das sind natürlich Moblins, ne? Ja, das wohl auch, ne? Wieso treffe ich nicht mehr? Ja, brenn. Okay. Die Kameraden werden langsam stärker. Was ja auch zu erwarten war. Aber ich sammle jetzt erstmal die Sachen hier ein. Ach, jetzt rennt die wieder weg von mir. Gerade wollte ich die animieren, dass sie mal... Oh Mann. Hey, jetzt ist doch wohl so bekloppt werden hier. Hey. Du kriegst mal keine Kinder mehr, Freundchen. Krieg's nicht, ey. Das ist nur noch einer, das ist sympathisch. Ja, super. Der konnte natürlich direkt ausweichen. Auf jeden Fall. Nee, kann ich nicht. Also Bombenpfeile werden dann wohl auch eher nicht so gut funktionieren, aber... was mache ich da? Genau. Leg du mal die Waffe weg, Freundchen. Okay, das war irgendwie abzusehen, dass das jetzt kommt. Das gibt's doch nicht, ey. Sag mal, ich treffe keinen einzigen. Na doch, jetzt einen.
müssen als erstes mal die Anzahl der Gegner reduzieren. Der gefällt mir nicht. Ich habe keine Waffe mehr. Ungünstig. Habe ich das etwa gerade übersehen? Oh, ist der Bogen auch im Eimer? Alles schön auf einmal. So, wo sind wir denn? Ah, hier. Hey! Ich war doch meilenweit weg. Das ist etwas waffenmordend, was ich hier mache. Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum treffe ich nicht mehr? Okay, es geht doch. Hast du gedacht, Freundchen? Souverän ist anders. Hat keiner von denen einen Bogen fallen lassen? Nee, die haben keine Bögen, oder? Ach, ist wurscht. Aber auf jeden Fall sollte ich jetzt ein Moblinhorn haben, was ich für irgendeine Verbesserung noch brauche. Der Xanthos-Helm. Kein Gefrieren. Es heißt, der skrupellose, was? Usurpator aus dem Reich der Schatten habe diesen Helm einst getragen. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Naja. Ich habe zwar schon ein bisschen Schaden genommen bei der ganzen Nummer jetzt, aber boah, so schlecht warst du gar nicht. Ich habe das Ding. So, haben wir noch irgendwas, was wir brauchen können? Nee, nicht wirklich, ne? Was wollte ich noch gucken? Das nicht. Bei meinen Bögen wollte ich noch was gucken, weil da ist ein Falkenbogen. Und ich glaube, aus dem Falkenbogen kann ich mir einen besseren Bogen machen lassen. Das habe ich so in Erinnerung. Das ist mir so, ja, okay. Es ist mir auf dem Klo eingefallen. Ja, sehr, ne? Okay, jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir, nicht Opfer, sondern ob wir, erstens mal, hey, diese Markierung hier löschen, jawohl, das tun wir. Und dann gucken wir uns da mal den Geländeverlauf an. Da geht es nach, also hier an der Linie her geht es normalerweise nach oben darüber. Also müsste es jetzt nach unten gehen. Das heißt, wir gehen jetzt in Richtung der roten Markierung, wobei gehen der falsche Ausdruck ist. Wir gucken mal, wie weit wir fliegen können. Weil dann wird die Wurzel auch abgefrühstückt. Moment mal. Habe ich hier nicht schon mal eine Kiste gefunden? Ja, einmal denke ich dran, gibt es natürlich keine. Danke. Danke, Merkel, deine Schuld. Ne, Quatsch. Die ist für viel dummes Zeug verantwortlich, aber dafür nicht.
Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade runtergefallen bin. Ich dachte, ich klettere jetzt an was hoch. Unaussprechliche Wurzel. Aha. Da seht ihr nochmal schön. Ja, ist ja gut. Da seht ihr nochmal schön, wo diese, wo dieser komische Helm zu finden ist. Ja, jetzt lass mich. Darf ich jetzt? Ja, danke. Und zwar hier in dieser Arena. In der glutheißen Arena. Und ja, die ist im Prinzip da. Also ziemlich oben rechts auf der Karte. So. Jetzt dachte ich gerade, oh, wie einfach, da geht's rüber. Da kann ich fliegen. Nee, die Karte unten ist ja spiegelverkehrt. Da muss ich klettern. So ein Cheat. Stellt sich natürlich auch die Frage, will ich das jetzt überhaupt? Auf jeden Fall muss ich mir bald mal wieder Nahrung machen. Ein bisschen was kochen. Aber wir gucken jetzt mal die weiteren Kreuze sind natürlich übel weit weg. Moment. Oh. Was ist denn das? Wie soll ich denn da hinkommen? Ist hier irgendwo ein Loch, wo ich rein kann? Das nächste ist hier drüben, das ist aber echt weit weg. Wow. Das hier erscheint mir möglich. Also jetzt noch in diesem Teil. Und zwar... So, an dem Punkt hier sind wir und das springt automatisch ein Stück rüber. Was soll das? Ich glaube, ich krieg's nicht markiert. Also nicht so, wie ich es haben will. Aber ich frage mich gerade, ob die, ob die Kisten unter den Türmen stehen. Aber ich glaube, die Idee hatte ich schon mal und zwar Quatsch. So, ja. Zu dem Turm können wir auch erstmal uns teleportieren. Dann machen wir da unten noch ein bisschen Licht an. Aber ich glaube, dass dieser Teil hier, diese Folge, lang genug ist. Und das gehen wir dann im nächsten Teil an. Dann gehe ich da rüber, nach links, zu dem Loch, das ihr da auf der Karte seht. Und dann müsste es eigentlich machbar sein, an diese Kiste ranzukommen. So, und wie gesagt, ob das funktioniert oder nicht, das seht ihr im nächsten Teil. Und bis dahin dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und ansonsten genießt einfach echt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.